Freunde, willkommen bei Ghost TV. Ja, wir wollen uns heute mal über die neuen Infos des DSB auf seiner Homepage unterhalten. Ich persönlich, ja, als ich das gelesen habe, ich habe gehofft, dass dabei was rauskommt, aber diese Wischiwaschi-Geschichten können einfach nicht zielführend sein. Und wir werden uns das ganze Ding gleich mal anschauen. Ich möchte aber da vorab ein bisschen was zu sagen. Viele von euch können sich an die Umfrage des BMI erinnern, wo auch der DSB dann befragt wurde und ja, wir aufgerufen worden sind, da doch dran teilzunehmen. Das Ganze sah erstmal ganz vielversprechend aus, aber wie es bei unseren Verbänden oder bei den meisten Verbänden immer so ist, ja, man hat sich viel Mühe gegeben, aber im Endeffekt hat das Ganze wieder mal nichts gebracht. Aber das schauen wir uns gleich, wie gesagt, mal in Ruhe an. Es ist natürlich extrem ärgerlich, aber umso wichtiger ist es, dass jetzt zumindest der VdB mit seiner neuen Kampagne da für ein bisschen Wirbel sorgen wird. Weil eins kann ich euch garantieren, die Geschichte wird nicht so ausgehen, wie die Geschichte des DSB. Ich persönlich finde den Zeitpunkt, den wir gewählt haben, oder den der VdB gewählt hat, als genau richtig. Vielleicht war das so ein Wink mit dem Zaunfall, dass das Ganze nochmal verschoben werden musste. Aber so hat man wenigstens auch nochmal die Geschichte dieses Evaluierungsberichtes mit reinnehmen können. Und da jetzt schon etwas Aufmerksamkeit auf die ganze Sache gelenkt wurde dadurch und das auch schon soweit im Gespräch ist bei uns legalen Waffenbesitzern, kommt der Zeitpunkt wahrscheinlich genau richtig. Auch da werden wir uns überraschen lassen. Wie gesagt, Freitag geht die Kampagne los und dann wollen wir uns das auch da mal anschauen. Aber jetzt gucken wir uns erstmal die Dummigkeiten des BMIs an in Zusammenarbeit mit der Reaktion des DSB. Dann wollen wir uns das Ganze mal gemeinsam kurz durchlesen und dann werden wir gleich auch noch kurz drüber sprechen. Also, fangen wir mal an. Die Evaluierung hat aus Sicht des BMI fast schon erwartungsgemäß Anpassungsbedarf beim bestehenden Gesetz ergeben. Lediglich im Bereich der Magazinbeschränkung wurde konstatiert, dass sich die neue Vorschrift als wenig praxistauglich erwiesen hat. In den übrigen Punkten jedoch wurde die Stellungnahme des Deutschen Schützenbundes und der jeweils betroffenen Verbände zwar zur Kenntnis genommen, schließlich aber oftmals gegenteiligen Aussagen der ebenfalls befragten Behörden gefolgt. Und auch die vom Deutschen Schützenbund über die Fragen des BMI hinaus eingereichten Änderungsvorschläge am Gesetz, die einen tatsächlichen Sicherheitsgewinn hätten erbringen können, wurden nicht berücksichtigt. Ebenso wie der von allen Verbänden erneut formulierte Wunsch eines sogenannten runden Tisches des Waffenrechts. Der Bericht lässt offen, wie es aus Sicht des BMI weitergehen soll. Anzunehmen ist jedoch, dass die im Koalitionsvertrag der Bundesregierung verankerte Evaluation des der Waffenrechtsänderung der vergangenen Jahre nunmehr als erledigt eingestuft und bereits an weiteren Anpassungen des Waffengesetzes gearbeitet wird. Der Deutsche Schützenbund wird die weiteren Schritte infolge des nun durch das BMI vorgelegten Evaluierungsberichts gemeinsam mit den weiteren betroffenen Verbänden aufmerksam verfolgen und sich im Sinne seiner Mitglieder weiterhin dafür einsetzen, dass es nicht zu Verschärfungen des Waffenrechts kommt, die lediglich eine Mehrbelastung für gesetzestreue Sportschützen bedeuten, ohne den gemeinsamen Ziel der Entwaffnung von Extremisten und psychisch Kranken näher zu kommen. In den vergangenen Tagen und Wochen wurde hierzu weitere intensive und konstruktive Gespräche mit verantwortlichen Politikern auf Bundesebene geführt, zuletzt unter anderem im Rahmen des Parlamentarischen Abend des Sports in Berlin oder mit Vertretern der größten Oppositionsparteien im Bund. Wir berichteten. Ja, was soll man davon halten? Was soll man dazu sagen? Viele von euch werden wahrscheinlich genauso wie ich jetzt erstmal enttäuscht sein. Aber nochmal, umso wichtiger ist, übermorgen geht die Kampagne
des VdBs los. Ja, was sagt uns das ganze Ding? Also im Endeffekt, wir sind gefragt worden, es wurde relativ viel Aufwand betrieben und im Endeffekt hat man nicht uns zugehört, sondern man hat oder man ist den Wünschen und Anregungen und Kommentaren bei der Geschichte der Behörden gefolgt, die ja auch befragt worden sind. Also, man hat seine Pflicht und Schuldigkeit getan, man hat die dummen legalen Waffenbesitzer gefragt, zumindest nach außen hin, und im Endeffekt hat man es dann doch ignoriert. Bis auf die Geschichte mit den Magazinen, okay, aber auch da werden wir mal schauen, was noch kommt. Auch dieser geforderte runde Tisch des Waffenrechts ist eigentlich eine vernünftige Geschichte, ja, so eine Art Expertenrat. Weil wer kann denn wirklich von sich behaupten, innerhalb der Behörden oder des BMI, dass er sich wirklich mit dem Waffengesetz auskennt? Ich behaupte mal ganz frech und arrogant, keiner. Es sei denn, da sitzt ein passionierter, legaler Waffenbesitzer, der auch die Eier in der Hose hat, mal den Mund aufzutun. Ansonsten werden doch letztendlich von oben nach unten in der Befehlskette die Informationen, die weitergereicht werden sollen, auch dementsprechend nur weitergegeben. Alles andere findet doch da nicht statt. Meine persönliche Meinung. Ja, auch die Frage, wie geht es denn jetzt weiter? Womit müssen wir rechnen? Natürlich, wenn ich die Geschichte jetzt mal zugrunde lege, ja, und das jetzt das Ende der Geschichte sein sollte, natürlich, dann warten wir wie die geprügelten Hunde darauf, dass man uns das Leben weiterhin schwer macht. Was anderes ist es nicht. Deswegen verstehe ich den DSB auch nicht, dass man dann einfach so zum Schluss hier nochmal sagt, ja, wir werden jetzt die Gespräche weiter und die Entwicklung weiter im Auge behalten. Was wollt ihr denn da im Auge behalten? Ihr habt es bis jetzt nicht auf die Kette gekriegt. Ihr habt keinen Einfluss. Das haben wir doch hier jetzt, glaube ich, deutlich gesehen, dass da keinerlei Einfluss in irgendeiner Form besteht. Ja, man wird gehört, aber mehr auch nicht. Ja, und da wird sich auch nichts dran ändern. Es ist zwar doof, aber ich kann es nicht anders ausdrücken. Ich bin da wirklich mehr als enttäuscht von. Und auch darauf zu verweisen, dass es ja konstruktive Gespräche gegeben hat, ja, und es wurde informiert. Mein Gott, wenn es so viele konstruktive Gespräche gegeben hätte, dann wäre zumindest teilweise auf uns gehört worden, beziehungsweise auf den DSB in dem Fall hier. Ist aber nicht passiert. Das Ding ist sauber abgebügelt worden und mehr nicht. Ich persönlich bin, wie gesagt, mehr als enttäuscht. Mein Vertrauen in den DSB, der hat sich damit erledigt. Für mich ist das alles letztendlich nur, ja, Lakaientum und mehr nicht. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Das gilt aber im Moment auch erstmal meiner Meinung nach, oder meine Meinung bezieht sich jetzt erstmal nur auf den DSB. Was anderes habe ich erstmal nicht zur Beurteilung. Abzuwarten ist die Kampagne des VdBs, die Next Generation. Auch da, den Link findet ihr wieder in der Videobeschreibung. Und nochmal ganz kurz auf meine Umfrage zurück, also hinzuweisen. Ich habe auf meinem Kanal unter Community mal eine Umfrage gestartet, wer schon teilgenommen hat, wer sich hat registrieren lassen, wer noch nicht und wer keinen Bock drauf hat. Und auch da möchte ich einfach mal sagen, Leute, lest doch mal genau, was da steht auf der Kampagnenseite, auf der Landingpage. Ja, wenn ich dann so Kommentare höre, warum soll ich mich zum Countdown anmelden? Das ist ja völliger Blödsinn, dann habt ihr den Inhalt nicht verstanden. Aber ich will da jetzt auch gar nicht weiter darauf eingehen. Ja. Auch kann ich da jetzt heute, auch weil ich da öfter drum gebeten worden bin, ich kann und möchte da jetzt im Moment noch nicht weiter drauf eingehen auf diese Kampagne. Wartet die 2 Tage ab, ich kann euch nur garantieren, es lohnt sich. Und ihr werdet teilweise vielleicht auch geschockt sein, aber lasst das Ganze auf euch wirken. Und bevor ihr da anfangt, auch drauf rumzuhauen, schlaft mal eine Nacht drüber und macht euch mal ein paar Gedanken. Ja? Lasst euch überraschen, mehr will ich dazu nicht sagen. Von der Geschichte des DSB bin ich auf jeden Fall enttäuscht. Das Ding ist sauber abgebügelt worden. Und für mich persönlich als legaler Waffenbesitzer empfinde ich das einfach als Schlag ins Gesicht. Wenn ihr die Information hilfreich fandet, dann würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen, damit der Kanal auch weiter wachsen kann. Und ansonsten bleibt fit, gesund und munter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.